Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Talk im Medientheater hier an Tag 3 der GPN. Unser erster Speaker ist der Johannes. Er arbeitet an der TH Köln an einem Forschungsprojekt mit atmosphärischen Messungen und er wird uns jetzt etwas über Radiosendern, Sonden in Wetterballons erzählen, wie man da rankommt und was man danach damit anstellen kann. Deswegen jetzt herzlichen Applaus für Johannes. Ja, hallo zu meinem Talk, Radiosonden, STM32 Devboards, die buchstäblich vom Himmel fallen. Schön, dass zu so früher Stunde doch schon einige hier den Weg hin gefunden haben. Ja, zuerst mal noch ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Ich mache Hardwareentwicklung, vor allen Dingen in den Bereichen Embedded RF und Mixed Signal. Von Haus aus komme ich eigentlich so ein bisschen eher aus dem Bereich Fernerkundung. Das ist auch das, was ich primär an der TH Köln mache. Und zwar Doppler-Windlieder für die, die sich da so ein bisschen mit auskennen. Und ja, von Windfeldmessungen, wo man von außen quasi in die Atmosphäre reinguckt, ist dann der Weg nicht mehr so weit zu Messungen, wo man halt wirklich in der Atmosphäre selber misst. Das macht man üblicherweise mit Wetterballons. Ich habe dann meine erste erfolgreiche Radiosondenjagd im September 2018 gemacht und betreue auch seit Januar 2021 an der TH Köln unsere eigenen Radiosondenstarts. Genau, vielleicht noch so ein bisschen vieles, was ich jetzt gleich an toller Software zeige in dem Talk, das habe ich nicht selber entwickelt. Ich bin da höchstens manchmal so ein bisschen beratend mit dabei. Was ich vor allen Dingen gemacht habe, ist, mir die Hardware mal genauer anzugucken und vieles, was schon in irgendwelchen ja, C-Projekten, wo gefühlt die Hälfte der Zeichen Sternchen sind, mir mal anzugucken, wie kann man denn das ein bisschen schöner dokumentieren, dass auch Leute, die wissen wollen, wie funktioniert das denn jetzt wirklich, dass da aus diesen komischen Geräuschen, die so ein Wetterballon von sich gibt, da am Ende Daten rauspurzeln, dass man das so ein bisschen schöner verstehen kann. Genau. Ich bin am besten zu erreichen über Telegram, wenn ich jetzt nicht gerade amateurfunkmäßig zu erreichen bin. Jetzt so ein bisschen an euch die Frage. Ihr könnt auch gerne Handzeichen oder so machen. Wer seid ihr? Wer hat von dem ganzen Thema Radiosondenjagen so schon mal was gehört? Ah, doch, ein paar Vereinzelte. Wer ist hier, weil er sich für die Hardware oder den Funk interessiert? Oh, einige. Eher so die Software oder die Datenseite, dass man wirklich was mit den Messwerten macht. Ein paar weniger. Klingt cool oder potenzielles Hobby, selber mal so ein Ding nachzujagen. Das sind bis jetzt die meisten. Und so STM32, hier und jetzt, shut up and take my money. Ah, immerhin auch ein paar. Ja, für die, die nicht so in der Elektronikbranche sind, STM32 sind ganz, ganz hart von der Bauteilkrise betroffen und ganz, ganz schwierig zu kriegen im Moment als Mikrocontroller. Was wollen wir machen? Zuerst mal so ein bisschen Wettervorhersage und Radiosonden 101. Was sind überhaupt Wetterballons? Warum werden die benutzt? Wer lässt die aufsteigen? Und wie funktioniert die ganze Hardware und Telemetrie dahinter? Dann ein paar Projekte, die wir uns angucken wollen, um selber die Signale von den Radiosonden zu dekodieren und dann auch zu wissen, wo sind denn die Radiosonden? Einmal ADZ-Sond und einmal Radiosonde AutoAx. Dann so ein kleines How-to-Sonden jagen und am Ende gucken wir uns nochmal an, was kann ich denn jetzt mit dem ganzen Schrott machen, der da vom Himmel gefallen ist. Ja, Live-Demo Nummer 1. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine Visualisierung von dem amerikanischen GFS-Modell. Das GFS-Modell ist ein numerisches Wettervorhersagemodell von der NOAA, also dem amerikanischen Wetterdienst. Und numerische Wettervorhersage ist so eine wichtige Stütze von der Wettervorhersage, die wir heute haben. Und der Grundgedanke dabei ist so ein bisschen, ich habe irgendein System von gekoppelten Differentialgleichungen, wo ich als Variablen die Zustände der Atmosphäre an einzelnen Gitterpunkten habe. Und jetzt gucke ich mir zu gewissen Zeitpunkten an, wie sieht denn die Atmosphäre aus, nutze das als Input, gebe das in dieses Modell und rechne dann quasi mit der Zeit weiter, wie wird sich denn daraus jetzt das Wetter entwickeln. Und das hier ist jetzt die Visualisierung von dem Wind. Wir sehen jetzt hier Deutschland, hier oben im Norden, da haben wir gerade hier auf relativ bodennah oder ein ganz, ganz nicht ganz schwachen Wind aus Westen. Und jetzt kann man sich hier mal so ein bisschen die Höhen angucken und kann
mal ein bisschen höher gehen und sehen, oder haben wir einen viel, viel stärkeren Wind. Wenn wir dann noch höher gehen, hoppala, in die Tropopause fast schon, dann sehen wir, haben wir noch einen stärkeren Wind. Und wenn wir dann in die Stratosphäre hochgehen, dann haben wir auf einmal einen Wind in die ganz andere Richtung. Das heißt also, wenn ich mir quasi die Säule an Luft angucke, die über mir steht, dann weht die in den unterschiedlichen Höhen in ganz verschiedene Richtungen. Das heißt, nur wenn man irgendwie eine Wetterstation auf dem Boden stehen hat, dann hat man gar nicht genug Daten, um die in so ein numerisches Wettervorhersagemodell zu liefern. Und da kommen eben Wetterballons ins Spiel, die... wie sieht so ein Wetterballon eigentlich aus? Ein Wetterballon ist aus Latex, einmal weil der sehr schön dehnbar ist und halt sich gut ausdehnen kann, bevor er platzt. Zum anderen, weil Naturlatex biologisch abbaubar ist. Der muss irgendwie hoch, das heißt, in so einen Ballon fülle ich dann Wasserstoff oder Helium. Helium ist teuer, Wasserstoff ist günstiger, aber ich muss mehr Sicherheitsregeln beachten. Und bei den Ballons ist das so, die Größe von dem Ballon wird quasi in dem Gewicht vom Ballon angegeben. Also zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst nutzt 600 Gramm Ballons, die dann 600 Gramm schwer sind und auch so eine Höhe von so 30, 35 Kilometer erreichen können. Dann braucht man in Deutschland einen Fallschirm, weil irgendwann platzt halt der Ballon, wenn er eine Gipfelhöhe erreicht hat. Und dann ist es doof, wenn irgendwelche Leute von den Radiosonden getroffen werden. Der kann entweder im Ballon oder darunter sein, weil bei Weißerler Autolaunchern ist er zum Beispiel häufig im Ballon. Das haben die ursprünglich mal erfunden und patentiert. Mittlerweile kommt das aber auch so ein bisschen in die größere Industrie. Dann gibt es ein Instrumentenpaket, was auch normalerweise eben diese Radiosonde ist. Das ist so 15 bis 50 Meter unter dem Ballon, damit das nicht mehr in dem Schatten von dem Ballon so hängt und nicht mehr die Einflüsse, die der große Ballon auf das Lokalklima quasi hat, vernachlässigbar sind. Deswegen braucht man entweder so ein man kann halt nicht so einen 50 Meter Ballon einfach so hochlassen und dann die Sonde dran, dann kann der Ballon wegtreiben, kann gegen Gebäude stoßen oder so. Deswegen gibt es normalerweise so einen Abwickler, dass sich eben beim Start die Sonde direkt an den Ballon hängt und dann wickelt sich da langsam so eine Schnur ab. Man kann alternativ, das ist aber auch das, was man hier in dem Bildchen sieht, das, wenn es ruhig und windstill ist, auch so hochlassen. Das ist ein Start bei uns an der TH Köln. Bei der Standardmessung, die vom Deutschen Wetterdienst regelmäßig gemacht wird, ist es eine ganz normale Radiosonde. Manchmal ist noch eine Ozonsonde dabei, die elektrochemisch die Ozonkonzentration messen kann. Und vor allen Dingen Forschungseinrichtungen machen dann so allen möglichen interessanten Krams noch mit. Also man kann zum Beispiel Taupunktspiegel hochschicken. Das ist noch eine genauere Art und Weise, Wasserdampf zu messen. Man kann Partikel messen, man kann Radioaktivität messen, man kann Turbulenz messen. Also im Prinzip ist es halt nur eine Trägerplattform für alle möglichen Forschungsprojekte. Ja, wo werden diese Radiosonden jetzt gestartet? Ein GitHub-Nutzer, RS1729, hat da mal alle Daten so ein bisschen akkumuliert und da eine Karte draus gemacht. Diese Zahlen, das sind die WMO-Identifier, die in den Nachrichten, die dann die Stationen an die Weltwetterorganisation senden, dafür stehen, welche Radiosonde da gestartet wird. In Deutschland ist es vor allem die 23 und die 24. Das ist ein spezielles Radiosondenmodell, was wir uns gleich auch noch angucken, die RS41. 24 aus dem Automaten gestartet, 23 von Hand gestartet. Und in der Variante mit einer barometrischen Druckmessung. Frankreich nutzt ein anderes Modell, aber grundsätzlich die blauen Weißerler ist das, die sind relativ weit verbreitet. Und dann gibt es in Deutschland einige Stationen, einige sind vom Deutschen Wetterdienst, andere, da hat der Deutsche Wetterdienst das an die Bundeswehr quasi outgesourced, das sind hier die 23er. Und hier bei uns in der Nähe, gerade in Karlsruhe, ist zum einen eine Station vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart und zum anderen eine Station von der Bundeswehr in Idar-Oberstein. Wie funktioniert dann so ein Radiosondenaufstieg? Also ich habe gerade schon gesagt, man hat solche Assimilationszeitpunkte, wo man im Prinzip für die numerische Wettervorhersage so ein Snapshot von der gesamten Atmosphäre quasi macht. Das sind die sogenannten Hauptbeobachtungszeiten. Die sind um 0 Uhr, 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr UTC. Vor allen Dingen die beiden wichtigen sind 0 und 12 Uhr. Und dann sollen eben auch diese Radiosonden gerade in der Luft sein. Und die sollen dann gerade so ungefähr auf 17 Kilometer Höhe sein. Das ist ein Luftdruck von 100 Hektopascal. Das heißt, vor etwa 75 Minuten vor diesen Hauptbeobachtungszeiten, in Deutschland ist das immer um 11.45 Uhr UTC, werden
um 10.45 Uhr UTC, werden diese Radiosonden gestartet. Die Ausnahme dabei ist Meppen. Meppen ist so eine Spezialstation, die für den deutschen Wetterdienst so ein bisschen das Wetter erfasst, was in der Hauptwindrichtung von der Nordsee kommt. Deswegen wird die für die Modellläufe, die tagsüber gerechnet werden, machen die immer morgens 3 Starts. Danach hat man dann so ungefähr 90 Minuten Aufstieg. Die Zielaufstiegsgeschwindigkeit, die man anstrebt, sind so ungefähr 5 Meter pro Sekunde. Der Ballon platzt dann in 25 bis 30 Kilometer Höhe, hat dann eine Ausdehnung von circa 10 Meter. Also wenn man gerade gesehen hat, wie groß der beim Start war, der dehnt sich schon ganz ordentlich aus. Der Abstieg wird dann gebremst von einem Fallschirm auf so 5 bis 10 Meter pro Sekunde, je nachdem, wie gut sich der Fallschirm öffnet, ob da Ballonreste noch drin sind oder so. Und dann landet der so 30 bis 60 Minuten später. Und in Deutschland bei den verwendeten Radiosonden schaltet die sich dann ungefähr oder genau 8 Stunden 30 nach dem Platzen aus. Und weltweit gibt es mehr als 1000 Stationen, die an die WMO berichten und eben noch zahlreiche, die nur für Forschungsprojekte sind. Dann sieht man hier so einen Track in Google Maps, das ist in Australien, in Adelaide ein Start. Hier wurde der Ballon gestartet, ist dann aufgestiegen. Hier hat man dann eine Windscherung, da ist er dann in die Gegenrichtung weiter aufgestiegen, ist gefallen, wieder im Prinzip genau umgekehrt, dann zu Boden gesunken und dann hier hinten gelandet. Wie sieht dann das Hauptdatenformat aus, was man aus so einem Radiosondenaufstieg kriegt? Man hat vor allen Dingen 2 Größen, die man sich anguckt. Das ist hier das sogenannte Stüwe-Diagramm, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und die werden aufgetragen gegenüber der Höhe. Das kann man entweder in Meter machen oder das kann man auch in Hektopascal machen. Die Meteorologen machen das gerne in Hektopascal. Das hier ist auch jetzt von uns an der TH ein echter Aufstieg. Und daraus kann man dann schon einige Sachen sehen. Man sieht zum Beispiel hier, wo die Luftfeuchtigkeit so schlagartig ein paar Mal ansteigt. Das sind Wolkenschichten. Das korreliert dann auch hier bei der Temperatur zum Beispiel hier mit einmal so einer kleineren Inversionsschicht. Dann hat man hier oben die Tropopause, wo es dann wieder anfängt, wärmer zu werden. Aber ich will hier auch gar nicht so sehr in die Atmosphärenphysik einsteigen. Man kann das Ganze auch noch, damit die Plots hier nicht so weit nach links quasi abhauen, kann man auch noch die Temperaturachse quasi schräg legen. Das sind hier im SKU-T-Diagramm, deswegen schräges T, SKU-T-Diagramm, die blauen Linien. Dann geht das ein bisschen gerader nach oben, aber im Wesentlichen ist das das Gleiche. Und hier ist halt der Taupunkt anstatt der Luftfeuchtigkeit eingetragen. Das hilft man auch noch so ein bisschen im Diagramm Dinge zu sehen. Genau, nochmal so ein paar Fotos. Also das kennt ihr vielleicht auch schon von so High-Altitude-Ballooning. Das ist jetzt auch ein Start bei uns. So direkt nach dem Start steigt dann der Ballon. Irgendwann platzt der. Da kann man dann sehen, dass das so, der ist jetzt schön geplatzt. Der hat viele Fäden. Und das ist nicht so schön. Das hier sind die Reste vom Ballon und die haben sich hier um den Fallschirm gewickelt. Das heißt, das Paket ist dann, glaube ich, so mit 10 oder 15 Meter pro Sekunde runtergeknallt. Zum Glück in so eine Sandfläche. Wie sieht jetzt dieses Messinstrument, also die Hardware aus, die wir da hochsteigen? Grundsätzlich so eine Radiosonde, die hat primär die Aufgabe, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Temperature und Humidity nennt man das in dem Bereich, gegen den Luftdruck oder die Höhe zu messen. Zusätzlich will man in der Regel auch noch wissen, wie weht der Wind. Das nennt sich dann Windfinding oder Radiowindmessung. Es gibt auch Sonden, die können nur Windfinding machen. Das sind dann sogenannten Pilotsonden. Und daraus ergibt sich dann auch so die Sensorik, die so eine Sonde mit da drauf hat. Das heißt, man braucht die Sensorik für TU oder P kann man mittlerweile auch aus GPS oder GNSS Daten gewinnen. Deswegen haben nicht mehr alle Sonden einen Drucksensor drauf. Und über GPS, GNSS kann man halt auch die Position, die Wind trifft und dementsprechend den Wind halt feststellen. Gegebenenfalls für alle externen Sensoren, das, was ich eben gesagt habe, Ozon und solche Sachen, dafür gibt es noch einen Standard, der nennt sich X-Data. Das ist im Prinzip nur ASCII oder Binary-Coded Decimal über UART. Dann müssen die Daten irgendwie zum Boden gesendet werden. Das läuft in der Regel über ein Frequenzband von 400 bis 406 MHz. Teilweise gibt es auch noch so ein bisschen ein anderes Band, 1680 MHz, aber das ist hier bei uns eigentlich nicht verbreitet. Und dann ist das so eine digitale, schmalbandige Frequenzmodulation. Also typischerweise ist das eine FSK-Frequenzumtastung mit so
tolle Datenraten, ungefähr so 1200 bis 4800 Baud. Also die Modems der 80er Jahre haben angerufen und ja. Aber das reicht. Also wir gucken gleich noch ein bisschen auf die Daten. Das reicht eigentlich vollkommen, um das alles zu übertragen, was man muss. Und die Sonden sollen halt auch so leicht und so kostengünstig wie möglich sein. Wichtig ist halt, man hat relativ viel Multifad-Interferenz, dass man eine gute ein gutes Error-Correction oder Error-Detection-Scheme hat. Und typischerweise hat so eine Radiosonde dann ein ganzes Datenpaket pro Sekunde. Und alles, was so eine Radiosonde sonst noch hat, das ist eigentlich nur, um diese Hauptmessaufgabe zu supporten. Das heißt, man braucht thermische Isolation, damit es dem Ding bei den minus 60 oder minus 70 Grad nicht zu kalt wird. Man muss das irgendwie mit Strom versorgen. Man muss irgendwie eine Art Groundcheck haben, damit man vor dem Start sehen kann, funktioniert die Sonde, ich muss die anschalten, ich muss der die richtige Frequenz zuweisen. Es gibt vor allen Dingen einen Hersteller, der relativ groß ist, das ist die finnische Firma Vaisala. Das ist so ein One-Stop-Shop für alles, was Meteorologie angeht. Also da kann man sich im Prinzip sein gesamtes meteorologisches Netzwerk, Messnetzwerk kaufen. Die haben dieses Modell, die Vaisala RS41, die fliegt halt auch vor allen Dingen in Deutschland. Deswegen alles, was ich jetzt im Weiteren auch zur Hardware und zur Telemetrie sage, das bezieht sich auf dieses eine Modell, weil das ist das Wahrscheinlichste, was ihr in der Hand halten werdet. Es gibt noch einige andere Hersteller, zum Beispiel den deutschen Hersteller Grow Radiosondes, den nutzt die Bundeswehr auch, also nicht für die Starts vom Deutschen Wetterdienst, aber für ihre eigenen. Es gibt einen französischen Hersteller Meteo Modem, der fliegt, verirrt sich auch manchmal hierhin. Ja, wie gesagt, in Deutschland vor allen Dingen die RS41 und teilweise von Graf die DFM09 oder die DFM17. Gucken wir uns mal ein bisschen die Hardware an. Ich habe hier mal ein Foto gemacht von den ganzen technischen Komponenten, die drin sind und auch mal, weil die Leiterplatten beidseitig bestückt sind, einfach mal zwei nebeneinander gelegt und das ein bisschen annotiert. Das Herzstück ist halt eben ein Mikrocontroller, ein STM32 F100C8 mit 64 KB Flash und 8 KB RAM. Ein Boost-Converter als Power Supply. Die Dinger laufen mit Lithium-Primärzellen, weil die lange lagerbar sind und auch die Kälte gut mitkönnen. Man kann die einschalten mit so einem Taster, aber hauptsächlich werden die über NFC oder es ist nicht ganz standardkonformes NFC, Vaisala nennt es nur Wireless Ground Check, hauptsächlich parametriert. Man hat eine rote und eine grüne LED für den Status. Dann braucht man irgendwie ein GPS, das ist, oder ein GNSS, die RS41, das Design ist ungefähr von 2012, 2013, entsprechend sind die Komponenten schon ein bisschen älter. Bei Vaisala ist es nur GPS, was das GNSS kann, hat man so eine kleine Slot-Antenne und es ist ein U-Blocks-Modul. Man hat das Radio, das ist ein Cylabs Psi4032, der kann auch andere Frequenzbänder. Das ist eigentlich ganz schön. Also mit dem 403 MHz Frontend, was da drauf ist, das kann auch ganz gut 70 cm Amateurfunkband und ist eigentlich dann auch sogar noch in den Normen für Störaussendung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich ein externes PCB anschließen kann. Das ist hier so ein bisschen der Mezzanine-Connector hier, der war nicht so ganz so glücklich, als ich ihn von der Platine gemacht habe. Deswegen fehlen hier so ein paar Pads. Aber normalerweise setzt dann hier dieses Tochterboard da drauf, was hier den Drucksensor hat und nochmal einen eigenen STM32. Das wird auch in Deutschland eingesetzt. Dann hat man hier noch so einen Port, wo X-Data, also ein UART drauf liegt und auch praktischerweise ist da das Serial Wire Debug von dem Mikrocontroller. Das heißt, man muss das Ding gar nicht mal aufmachen, um dann eine eigene Firmware drauf zu flashen. Und was ich auch besonders schön finde, also ich gehe davon aus, ich habe den noch nirgendwo gefunden, da ist immer ein sehr, sehr geiler Doppel-A-Batteriehalter drauf, der so zwei SMD-Kontakte hat und dann einfach eingeklickst wird. Also der ist echt toll. Ich sammle die Dinger und baue die auch auf eigene Platinen ein, wo ich zwei AA-Batterien brauche, weil die einfach super praktische Batteriehalter sind. Das Kernstück ist dann der sogenannte Sensorbaum, der mit so einem FPC-Connector verbunden wird. Das ist ein vierlagiges Flex-PCB, was mit Aluminium bedampft ist, damit die Sonne die Sensoren nicht so aufheizt. Dann hat man einen kapazitiven Feuchtesensor. Da ist dann ein Dielektrikum, was Wasser anzieht und dadurch die Kapazität von dem Sensor verändert. Zusammen auch nochmal mit einem Temperatursensor, weil die Temperatur von dem Feuchtesensor ist auch wichtig, um die Feuchte zu berechnen. Und der ist auch beheizt.
damit er nicht so schnell beschlägt. Und eben ein sehr, sehr dünner Temperatursensor, das ist ein PT1000 und ein komplett custom ADC, der da gebaut ist. Das ist so ein RC-Oszillator mit einigen Op-Amps, der ja im Prinzip dafür sorgt, dass die Kapazitäten zu dem Sensor gut ausgeglichen werden. Das ist so ein bisschen immer die, die Krux bei der Sache. Und nochmal ganz gute Referenzwiderstände sind auch da drauf. Ja, nicht nur der Wetterdienst kann die Sondensignale empfangen. Das ist so ein bisschen so eine rechtliche Grauzone. Paragraph 89 Telekommunikationsgesetz. Das ist die gleiche rechtliche Grauzone, wo auch zum Beispiel Flightradar 24 in Deutschland drunter hängt. Man braucht in Deutschland die ausdrückliche Genehmigung von demjenigen, der irgendein Funksignal aussendet, dass man es auch empfangen darf. Ähnlich wie bei Flightradar 24 hat aber eigentlich wirklich in Deutschland niemand ein Problem damit. Dieser Paragraph 89, der ist auch eigentlich nicht für, ich sag mal jetzt Radiosonden und ADS-B gedacht, sondern für andere Dinge. Deswegen würde ich jetzt nicht erwarten, dass es da irgendwelche Konsequenzen gibt, wenn ihr anfangt, Radiosonden zu dekodieren. Aber ich bin kein Lawyer und wenn irgendjemand deutlich macht, dass er nicht möchte, dass ihr die Radiosonden von ihm empfangt, dann solltet ihr das auch besser nicht tun. Der Deutsche Wetterdienst hat auch selber ein Portal, wo er die Daten veröffentlicht. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass die kein großes Problem damit haben, dass man die Daten auch selber empfängt. Man braucht dann einen Empfänger und einen Decoder, zum Beispiel die Projekte, die ich jetzt gleich vorstelle. Danach, wenn man dann die Daten hat, kann man die auch noch an, zum Beispiel per APRS-IS, das ist nicht so ein super Protokoll dafür, aber es hat sich durchgesetzt, an Online-Dienste weiterleiten. Die größten sind radiosondi.info und sondeha.org. Das heißt, da könnt ihr auch wirklich einfach die Starts verfolgen und sehen, wo sind die Radiosonden und welche Radiosonden sind gerade in der Luft. Bei mittlerweile beiden Portalen kann man auch anzeigen lassen oder eintragen, wer hat die gefunden und solche Sachen. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Motivation dahinter, die Radiosonden zu dekodieren. Wenn wir wissen, wo die Sonden sind, dann können wir sie einsammeln. RDZ-Sonde. Ich habe hier mein kleines trauriges Board, was aber irgendwie, ich bin noch nicht dazu gekommen, mal ein besseres zu bauen. Das ist im Prinzip dieses Pax-Counter-Board, was relativ bekannt ist für LoRaWAN, allerdings nicht für das deutsche LoRaWAN bei 868, sondern da, wo LoRaWAN bei 433 MHz bei 70 cm läuft. Dafür gibt es diese Pax-Counterboards auch. Die haben einen ESP32 und einen SX1278 drauf. Die funktionieren aber auch hervorragend mit FSK-Signalen bei 403 MHz. Und da gibt es mehrere Projekte, die so eine Firmware dafür geschrieben haben, damit man damit Radiosonden empfangen kann. Das, was da auf jeden Fall das, was am meisten Open Source ist und meines Erachtens auch die meiste Weiterentwicklung hat, ist ein Projekt von Hansi, DL9RDZ, was es auch bei GitHub gibt. Und das stellt dann die Koordinaten der Sonde entweder auf so einem kleinen OLED oder einer Web-UI dar. Das sieht dann so aus, wenn man das hat. Da sieht man dann die Seriennummer von der Sonde, man sieht die Koordinaten, man sieht, wie gut man die empfängt und man sieht, wo man sich verbinden muss, damit man dann die Web-UI bekommt, wo man dann im Prinzip die gleichen Informationen hat. Mittlerweile gibt es auch schon eine App-Anbindung, es gibt eine Webkarte, also das entwickelt sich rapide weiter und da kann man auch definitiv, also die UI ist jetzt noch nicht ganz so schön, ist halt ein ESP32, aber da ist auf jeden Fall sehr aktive Entwicklung. Ja, wie sieht eigentlich dann so eine Dekodierung aus? Also das hier oben ist Funkamateure oder generell Nachrichtentechniker nennen das Wasserfalldiagramm. Das läuft normalerweise andersrum, also von unten oder von oben nach unten und zeigt im Prinzip zeitlich das Spektrum. Und das sind diese einzelnen Datenpakete, die dann so eine Sekunde lang sind. Und dann braucht man irgendein Modem, was halt FSK dekodieren kann und dann kriegt man so einen Stream von Einsen und Nullen. Und die muss man dann irgendwie dekodieren, damit man dann ja, daraus Koordinaten kriegt oder halt noch weitere Statusinformationen wie Seriennummer etc. Bei der RS-41 ist so ein Frame 320 Byte lang, hat hier vorne, das sieht man sogar auch im Spektrum, wo man hier noch nicht so viel außer den Seitenpeaks hat, so eine Präambel abwechselnd Einsen und Nullen. Und danach sieht dann so ein Frame so aus, man hat hier oben so einen Header. Danach hat man 48 Byte ECC Parity, das ist ein Read Solomon, eigentlich sind das sogar zwei Read Solomon, die interleaved sind.
Dann kommen so einzelne Blöcke, die dann die Informationen enthalten. In dem Statusblock, da steht die Seriennummer drin, da werden die Kalibrationskoeffizienten gesendet, damit man auch weiß, wie man die Sensordaten auswerten kann und solche Geschichten. Dann kommt der MEAS-Block, da sind dann die wirklichen Messwerte und die Messwerte der Referenzen als Floats, die gesendet werden. Dann kommt der GPS-Info-Block, da stehen, welche GPS-Satelliten empfängt die Sonde und wie stark und was ist die Uhrzeit gerade. Dann macht Weißerler noch so ein bisschen so eine Besonderheit. Die schicken nämlich auch noch die Pseudo-Ranges und Doppler-Shifts von den empfangenen Satelliten von bis zu 12 runter und nutzen das auch wirklich noch, um ihren eigenen Windfinding-Algorithmus zu machen. Weißerler waren die ersten, die eigentlich so die GPS-Radiosonden mit eingeführt haben. Damals musste man das auch noch machen, weil man nicht ein ganzes GPS in so eine Sonde packen konnte. Dann wurde das zu teuer. Aber mittlerweile sind sie eigentlich die einzigen, die noch so dran festhängen. Alle anderen, die schicken halt einfach Latitude, Longitude, Windspeed oder ECF-Koordinaten oder sowas. Das macht Weißerler dann auch hier unten in diesem 7B15-Block, da stehen dann die ECF-Koordinaten und Geschwindigkeiten und das ist auch das, was die Tracker benutzen. Also ihr müsst euch nicht mehr ein Almanach oder sowas runterladen. Ihr könnt einfach direkt die Koordinaten sehen und ein bisschen Platz ist auch noch. Und so sieht dann 320-Byte-Paket aus. Weißerler ist da schon sehr, sehr luxuriös ausgestattet mit den 320 Bytes. Also zum Beispiel als Vergleich Graph, die DFM-Reihe, die haben so ungefähr 77 Bytes, wo die alles unterquetschen müssen für ein vollständiges Datenpaket. Die andere Möglichkeit, sowas zu dekodieren, oder eine der anderen Möglichkeiten, ist ein RTL-SDR. Kennen vielleicht auch schon einige, ist nicht spezifisch für Radiosondenjagd. Das ist eigentlich ein DVB-T-Dongle oder ein IC für einen DVB-T-Dongle von Realtek. Und beim Entwickeln des Linux-Treibers hat da irgendjemand gemerkt, dass man die rohen ADC-Samples in einem undokumentierten Register finden kann. Und damit eignet sich das Ding halt auch als generelle Software-Defined Radio, was man dann mit dem richtigen Tuner gepaart als Wideband-Empfänger zwischen 50 und 1700 MHz nutzen kann, also auch wieder Flightradar 24. Das ist das gleiche Ding, was die auch benutzen. Die Bandbreite ist dann ca. 2 MHz, das heißt, um das komplette Sondenband abzudecken, braucht man 3 von den Dingern. Und in Software macht man dann eine Digital Down Conversion und eine Demodulation von dieser Narrowband-Frequenzmodulation. Das wird halt auch für alle anderen Sachen benutzt. Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man einfach einen Audio-Demodulator nimmt, zum Beispiel SDR Sharp ist da ein Standard und dann eine Decoder-Software. Da gibt es einmal diesen Zilog-Decoder, der von dem RS1729 geschrieben wurde. Das ist ein Kommandozeilenprogramm, das muss man sich auch selber compilen, aber das ist nicht so schwierig, aber das ist wirklich so eigentlich der Goldstandard, was wirklich Dekodierleistung und sowas angeht. Und es gibt noch den RS41-Tracker, der das auch schön grafisch darstellt, aber leider Closed Source ist. Der sieht dann so aus. Also dann sieht man die Frequenz, die die Sonde aussendet. Man sieht, was ist der Timer, wie ist der GPS-Status, habe ich schon alle Kalibrationskoeffizienten. Hier oben dann die GPS-Information, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck. Diese Sachen und auch wenn zusätzliche Sensoren per X-Data angeschlossen sind. Also wenn man wirklich einfach nur wissen möchte, was sendet die Sonde gerade aus, dann eignet sich dieses Programm eigentlich ganz gut. Auf den Tools von dem Zilog-Decoder baut dann Radiosonde AutoRX auf und nutzt das, um da eine schöne UI oder eine schöne Benutzerschnittstelle bereitzustellen. Das ist vor allen Dingen eine Software für fixe Empfangsstationen, die an irgendeinem Funkturm oder so hängen und Daten zum Beispiel zu Radiosonde einspeisen. Das ist eine Kombination von Demodulator und Decoder. Die kommen dann entweder, der Demodulator ist Standard, ist der Standard von dem RTL-SDR, der Decoder ist dann der von RS1729 und dazu eine Web-UI oder ein Daten-Uploader, ist dann die Datenquelle für Sondehub oder Radiosondi. Das Problem an der Geschichte ist, das haben Australier entwickelt. In Australien empfängt man in der Regel nur eine Radiosonde, weil die Stationen recht weit auseinander sind. Das heißt, der kann nur eine Sonde pro RTL-SDR. In Deutschland ist das manchmal ein Problem. Da gibt es auch noch eine andere Toolchain, DXL-APRS. Die nutzt auch das Standard-Radiosonde, die Raspberry Pi-Image, ist aber nicht so gut dokumentiert, deswegen habe ich da eher weniger Erfahrung mit. Dann kann man natürlich auch mit diesen ganzen Daten, die dann in so einer Decoding-Software landen,
einiges anfangen. Also es ist einfach eine große Menge Daten, die da zustande kommen. Die kann man für irgendwas nutzen. Bei Radiosonde Info liegen Daten zu 256.000 unterschiedlichen Radiosonden. Da sind ein paar Doppelungen dabei, weil nicht jede Sonde macht so schön wie die RS-41 und sendet ihre Seriennummer als 10 Stellen ASCII. Bei manchen muss man selber gucken, dass man da irgendeine Seriennummer sich generiert. Und das ist ja alles Reverse Engineering. Das heißt, nicht jeder Reverse Engineert sich die Seriennummer gleich. Das heißt, es kann sein, dass eine Radiosonde mehrfach auftaucht. Manchmal ändern Hersteller das auch, aber es ist ein bisschen schwierig, dahinter zu kommen. Das ist zum Beispiel bei den Graph-Sonden. Manche Decoder dekodieren die neuesten Sonden noch so, als wären das ältere, und dann kommen falsche Seriennummern dabei rum. Definitiv wurden aber 47.000 davon gefunden und 48.000 sind als Lost markiert. Das heißt, die sind irgendwie im Wasser gelandet oder in Bäumen oder so etwas. Mit SondeHub kommt man dann tatsächlich sehr, sehr einfach an die Daten und kann coole Sachen damit machen. Da gibt es auch eine gute Dokumentation. Das ist im Prinzip so ein Dreizeiler, gibt es ein PIP-Modul, und dann kann ich mir direkt irgendwie die Seriennummer von einer bestimmten Zeit laden und habe dann eine Datenquelle von diesem Sondenaufstieg. Man muss dazu sagen, den PTU-Daten dabei, die sind so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bei der RS-41 ist es jetzt mittlerweile so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die PTU-Daten, die man kriegt, sehr genau sind und auch die Kalibrationskoeffizienten nutzen, wenn Leute einen geupdateten Decoder haben und da nicht mit rumgespielt haben. Ansonsten ist das mit Vorsicht zu genießen, ob diese PTU-Daten wirklich für meteorologische Zwecke heranzuziehen sind. Was kann man dann mit den Daten machen? Also man kann natürlich irgendwie so ein bisschen selber drauf gucken, mal auf die Stüwe-Diagramme, SKU-T oder sowas. Man kriegt auch so ein bisschen Daten, die Wetterdienste nicht haben. Das ist vor allen Dingen auch in dem Punkt Descent Soundings ganz interessant. Also klassischerweise haben die Wetterdienste eigentlich immer nur geguckt, was passiert bis zum Burst, und den Abstieg im Prinzip weggeworfen sozusagen. Aber den kann man natürlich auch mitnutzen und auch zusätzliche Daten generieren. Da kommen aber jetzt so Sachen ins Spiel, zum Beispiel, wo ist der Fallschirm montiert an dem Ballon? Weil danach richtet sich das, wie oft verheddert der sich. Und wie ist dann die Abstiegsgeschwindigkeit? Oder zum Beispiel auch so Sachen, hat der Abspuler richtig abgespult? Weil für manche Korrekturen muss man wissen, mit welcher Frequenz pendelt denn die Sonde? Und da ist natürlich die Länge von der Leine zu dem Ballon entscheidend. Diese Abspuler, die spulen auch nicht immer bis zum Ende ab. Und sowas sieht man natürlich, wenn man die Sonden nachher einsammelt, aber nicht unbedingt, wenn man als Wetterdienst nur die Daten per Funk zurückkriegt. Und man kann so sich da natürlich auch mal ein bisschen angucken, wie sieht denn die Datenqualität aus, wie oft gibt es zum Beispiel Sensorausfälle bei diesen Sonden, wie sieht das mit GPS-Spoofing und solchen Sachen aus, und kann da auch mal gucken, was denn da eigentlich los ist. Was ist die Motivation zum Sondenjagen? Einmal ist das natürlich so ein bisschen Geocaching extrem. Man hat einen Cache, der irgendwann spontan landet, man weiß nicht genau, wo man hin muss. Der kann natürlich auch überall landen. Das ist auch immer besonders spannend, wenn man versucht, mit dem ÖPNV zu so einer Sondenjagd aufzubrechen. Das ist im Prinzip eine ganz gute Metrik. Wie gut ist denn der ÖPNV, wenn ich in einen random Wald in der Eifel muss und ich weiß vorher noch gar nicht, in welchen? Und man muss natürlich auch schnell sein, weil es ist relativ populär geworden in den letzten Jahren, und es gibt einige Sondenjäger in Deutschland. Also die meisten Sonden, die in Deutschland landen, die werden auch tatsächlich gefunden von irgendwem. Ja, was einsammeln, was so, ich sage das immer, wenn man irgendwie einen Pressebericht schreibt oder so, die Grenze zum Weltall berührt hat. Also es ist natürlich, 40 Kilometer ist nicht wirklich Weltall, aber es ist im Prinzip schon fast so nah, wie man eigentlich mit, ich sag mal jetzt, haushaltsüblichen Mitteln dem Ganzen kommt. Hardware zum Rumbasteln ist auch eine coole Sache, und einfach so ein bisschen die Umwelt aufräumen und diesen Elektroschrott wieder einsammeln, und dabei natürlich auch gerne es nicht nur bei den Sonden belassen, sondern wenn einem irgendwas anderes im Wald auffällt, das auch noch mitnehmen. Wie sieht dann so eine Sondenjagd aus? Also als erstes gibt es Vorhersagen, das zeige ich auch gleich noch, dass man so ein bisschen eine grobe Idee hat, wie wird denn die Sonde fliegen. Man packt sich die Ausrüstung zusammen. Und es ist immer ein ganz guter Startpunkt, wenn man bei dem Platzen der Landung so etwa in der Mitte zwischen dem vorhergesagten Burst und der Landezone ist. Weil dann hat man im Grunde genommen noch genug Spielraum, wenn jetzt der Ballon auf einmal doch noch länger fliegt
und nicht so schnell platzt oder halt zu früh platzt und wie halt der Fallschirm ist, dann hat man im Prinzip eigentlich einen ganz guten Aktionsradius, um relativ schnell mit dem Auto dann zur Landezone zu kommen. Dann halt auf zur Landezone und die Sonde einsammeln. Noch so ein paar Good Habits dabei. Eine Fundmeldung machen, bei Radiosonde Info oder bei Sonde Hub, damit auch die anderen Leute wissen, hey, die Sonde ist gefunden, da muss ich nicht mehr unbedingt hinfahren. Und warum sendet die denn nicht mehr? Ja, die ist schon weg. Und am besten auch nicht direkt losfahren, wenn ihr die Sonde eingesammelt habt, sondern mal noch so 20 Minuten oder so da bleiben. Vielleicht kommt ja noch jemand, gibt es interessante Gespräche, kann man über die eigenen Funderfolge sich austauschen. Sonden nicht um jeden Preis bergen. Also ja, ich kenne das auch, da greift einen dann manchmal, wenn man schon irgendwie 100 Kilometer gefahren ist, dann doch die Motivation, jetzt auch die Sonde einsammeln zu wollen. Aber achtet da auf Zäune, fremde Grundstücke und solche Sachen. Und sorgt dafür, dass andere Leute die Community auch als was Gutes wahrnehmen. Nicht jede Sonde will geborgen werden. Gerade bei Forschungssonden ist das so. Die haben auch teilweise teurere Instrumente dran. Die können dann auch ein paar tausend Euro kosten. In Deutschland vor allen Dingen das Observatorium in Lindenberg und das Forschungszentrum Jülich, die fahren auch ihren eigenen Starts wieder nach. Ihr könnt da gerne mit hinfahren. Ihr könnt auch gerne mit denen quatschen. Die sind auch alle super lieb. Aber lasst denen die Sonde, spielt da nicht mit drum rum. Und man munkelt auch, dass sich da teilweise Iridium-Tracker mit verstecken. Das heißt, die finden euch dann auch, selbst wenn ihr die Sonde ausschaltet. Keine Bergungen von Freileitungen. Auf diesen Masten steht meistens so eine tolle Telefonnummer drauf. Da kann man dann anrufen und dann kommen Leute, die holen dann die Sonde für einen runter. Und vernünftig mit dem... Kommt drauf an tatsächlich. Also mittlerweile sind die eigentlich auch relativ oder wissen auch, dass es die Sondenjäger gibt und dass die gerne die Sonden hätten. Früher haben die dann auch noch als Beweisstücke mitgenommen. Teilweise reicht es, wenn die halt wissen, wer die Sonde gestartet hat, die Informationen haben und ein Foto oder so gemacht haben. Kommt auf den Einzelfall an. Und geht vernünftig mit dem Spektrum um. In der Regel die Frequenzzuteilung für dieses Sondenband ist halt nur für Leute, die halt professionell diese Sonden starten. Wenn ihr jetzt irgendwie damit rumspielt und die Sonde bei euch im Keller mal kurz einschaltet, dann wird wahrscheinlich nicht direkt jemand von der Bundesnetzagentur vor der Haustür stehen. Aber wenn ihr jetzt irgendwie ein Funkgerät habt und damit den Start direkt von der Station verfolgt und aus Versehen auf Senden drückt, das ist nicht so gut. Ja, wie kann man jetzt diese Sondenflugbahn voraussagen? Da gibt es eigentlich so ein Tool. Es gibt auch verschiedenste GUIs für dieses Tool. SondeHub bettet dieses Tool auch mit ein und berechnet Live-Vorhersagen. Das kommt ursprünglich von diesem predict.hepa.org. Da habe ich jetzt mal hier den aktuellen Start von Ida Oberstein heute Nachmittag reingeplottet gestern Abend. Das ist so das, was hier Karlsruhe am nächsten kommt. Also wenn irgendjemand Lust hat, sich auf den Weg zu machen und die Sonde einzusammeln, sollte so ungefähr hier weiterer Bereich Mannheim runterkommen. Was aber viele Leute bei diesem Tool nicht kennen, weil es eigentlich nirgendwo wirklich dokumentiert ist, ist, ich kann predict.hepa.org/hourly und dann irgendeine Site machen. Also das ist hier zum Beispiel /IDA und dann sehe ich hier diesen schönen Track, der zeigt mir hier die vorhergesagten Landeorte in der zeitlichen Entwicklung an. Das heißt, das, was ich eben hier gezeigt habe, das ist jetzt hier Samstag um 9 Uhr oder 10 Uhr, dann wandert so ein bisschen rüber, die Sonde startet. Und da sieht man jetzt eben sehr schön, wie denn so die Wettervorhersage quasi diese Sondenlandeorte beeinflusst auf einen Blick. Und das funktioniert für fast alle Stationen. Man muss manchmal so ein bisschen ausprobieren, wie die dann heißen. Aber sowas wie /Essen oder /Bergen oder sowas, das ist ganz gut. Die Frequenzen und die Startorte, die stehen übrigens auch auf Wikipedia. Da könnt ihr die einfach herziehen und dann mal gucken, wo startet denn bei euch die nächsten Radiosonden. Was ist gut, wenn man an Ausrüstung mitnimmt, so ein bisschen aus meiner Erfahrung? Ich habe gerade schon gesagt, üblicherweise machen Leute das irgendwie mit dem Auto, weil es ist halt doch einfacher. Aber gerade auch unter dem Gedanken der Umwelt was Gutes tun, ist das nicht so das Beste. Deswegen ist es eigentlich wirklich ein cooles Erlebnis, so eine Sondenjagd auch mit dem ÖPNV zu machen. Und definitiv der größere Abenteuerfaktor, muss man ganz klar sagen. Man sollte irgendwie einen Empfänger haben, also entweder hier so ein
so ein handliches RDZ-Sonde oder ein Laptop mit einem RTL-SDR. Wenn man ein Auto hat, dann ist es am sinnvollsten, wenn man eine Magnetfußantenne aufs Dach, die kommen auch gerne schon für 70 Zentimeter mit diesen RTL-SDRs mit. Wenn man die bei Amazon bestellt, von Nuelec zum Beispiel, dann kann man die schön einfach aufs Dach klatschen und dann die Navigation aber bitte einem Beifahrer überlassen und das Gucken auf den Laptop. Hilfreich ist auch ein Funkgerät, einfach um zu sehen, funktioniert denn gerade mein Decoder, ist da überhaupt noch irgendwas, hat irgendjemand die Sonde schon ausgeschaltet. Alle Amateurfunker werden mich jetzt hassen, dass ich hier das Baofeng, den China-Knaller vom Dienst empfehle. Aber tatsächlich ist das eigentlich ganz schön, auch für Nicht-Funk-Amateure, wenn ihr euch das Programmierdongle mit dazu bestellt und das am besten auch direkt so programmiert, dass ihr nicht mehr damit senden könnt und schon die Frequenzen von den Startorten mit eingestellt habt, dann ist das auch im Prinzip idiotensicher und ihr könnt auch nicht mehr draufdrucken und dann passiert was. Aber ihr könnt euch natürlich auch irgendwie so einen ICOM-Scanner oder sowas holen, nur da gibt ihr halt irgendwie das Zehnfache oder so für aus. Ja, das betrifft ja das Verbot von der BNetzA, ist ja, glaube ich, nur das UV5 und dann überlegen die sich einmal das Alphabet munter durch. Das TLDR, was ich daraus mache, ist im Grunde genommen, solange ihr die Dinger für das Empfangen benutzt, sind das super Receiver. Zum Senden kann man davon halten, was man möchte. Ansonsten ist hilfreich, so Dinger landen auch gerne mal im Baum. Gibt es unterschiedliche Varianten, gibt Leute, die haben Heißdrahtschneider an Drohnen gebaut, gibt Leute, die nutzen Armbrüste oder Schleudern. Wenn der Deutsche Wetterdienst aus Lindenberg selber fährt, die haben so ein ganz schickes System von GFK-Masten, die eigentlich für, wenn man von außen Fassadenreinigung macht, gedacht sind. Die sind dann wirklich stabil und gehen auch bis 20 Meter hoch. Was ich in der Regel mit reinpacke, ist ein 6 Meter HD-Mast von Vimo. Der kostet irgendwie 60 Euro, also es ist nicht ganz so schlimm, wenn er noch hinter einem liegt, mal zurücktritt und es knack macht. Und der lässt sich so auf 60 Zentimeter ungefähr zusammenschieben und passt dann auch noch in den Rucksack rein. Und so das Standardwerkzeug ist ein Kleiderbügelhaken obendrauf, Gaffern. Manchmal holt einen dann die Dämmerung schneller ein, als man will. Das heißt, eine Taschenlampe sollte auch dabei sein oder so ein LED-Flutlicht. Ich habe mir einfach so einen 12-Volt-China-Knaller genommen und betreibe das an der Powerbank mit einem DC-DC-Wandler und dann hat man auf jeden Fall immer genug Licht. Praktisch ist auch, wenn man irgendwie so eine steile Böschung oder sowas hoch muss, wenn man irgendwie eine Sicherheitsleine oder so dabei hat und das irgendwie um einen Baum machen kann, damit man da nicht ganz in der Böschung rumkraxelt. Warnweste, so Dinger landen auch gerne mal über Straßen und dann ist es gut, wenn die Leute einen nicht umfahren. Zeckenkarte, man muss halt, wie gesagt, in den Wald gehen. Und was auch tatsächlich manchmal hilfreich ist, wenn man einfach 50 Meter Sondenschnur, so einen Abroller, der nicht richtig abgerollt hat oder sowas mitnimmt. Weil manchmal ist es so, der Fallschirm, der liegt außerhalb vom Wald auf dem Boden und 50 Meter weiter oben im Gipfel hängt die Sonde. Und dann kann man Folgendes machen, dann nimmt man sich die Sondenschnur, die man hat, macht den Fallschirm ab, knotet die an die andere Sondenschnur und seilt die Sonde dann runter ab. Das funktioniert vor allen Dingen ganz gut, wenn die Sonde eigentlich halbwegs frei hängt und halt nur nicht genug Schnur hatte, um komplett runter zu gelangen. Was kann ich dann machen, wenn ich jetzt so eine Radiosonde habe oder auch 10 oder 20 oder 50? Erstmal die Lithium-Primärzellen, die sind natürlich ganz cool, die kosten normalerweise relativ viel Geld. Auch nach so einem Radiosondenstart ist da immer noch relativ viel Energie drin. Also zum Beispiel Fernbedienung ist super, ihr habt nie wieder eine Fernbedienung mit einer ausgelaufenen Batterie. Man kann die Dinger wieder an einen Wetterballon packen. In der Regel ist das sinnvoll, wenn ihr das macht, wenn ihr irgendjemanden mit Lizenz dabei habt und die auf irgendeine der verfügbaren Frequenzen im 70 cm Amateurfunkband umprogrammiert. Wenn ihr irgendeine Universität oder so dahinter habt, dann könnt ihr euch auch eine Lizenz für den Wetterhilfenfunkdienst organisieren. Ist nur noch momentan ein bisschen schwierig, die auf eine andere Frequenz in dem Band auch zu bringen. Muss man wissen, was man tut. Und ihr braucht natürlich auch ganz normal hubmäßig eine Versicherung und eine Starterlaubnis von der Bezirksregierung dafür.
Man kann auch ein Foxhunting-Beacon im 70-Zentimeter-Band machen. 70 Zentimeter ist ja nicht so ein klassisches Foxhunting-Band, aber gerade wenn man auch Sondenjagden macht, ist das natürlich ganz gut, wenn man auch mal Peilen bei 70 Zentimeter übt, weil es kommt halt auch mal vor, dass so eine Sonde dann kein gutes GPS-Signal mehr hat und man über GPS nicht mehr wirklich einen Preis gewinnen kann. Also früher, als die Sonden kein GPS hatten, das war auch noch vor meiner Zeit, da musste man die wirklich komplett über Kreuzpeilung finden. Wie schon beschrieben, das STM32-Devboard oder wenn ihr jetzt gerade im Moment irgendein Projekt habt, wo alle Bluepill-Boards, die noch auf Lager waren, die sind schon verbastelt und es muss aber aus irgendeinem Grund ein STM32 sein, irgendein F1.0, ihr braucht nicht unbedingt USB, also schneller als zweimal am Tag per Luftpost geliefert, kommt ihr im Moment an die Dinger nicht. Und die RS41 hat sogar noch den Vorteil, hier bei uns sind auch noch zwei drauf. Also theoretisch sollte es auch möglich sein, mit dem Scilabs-Chip da Smart Home 433 MHz-Anwendungen zu machen, die sogar ISM-konform sind. Hat bis jetzt allerdings noch niemand. Aber es lohnt sich auch tatsächlich einfach nur für den GPS-Receiver. Dann nochmal eine kleine Linkliste auch zu dem, was ich so ein bisschen über Hardware Reverse Engineering und Decoding gemacht habe. Und das letzte, dieser komische GIS, das ist meine Masterarbeit zu Decoding von den DFM-Radiosonden. Ja, jetzt ist im Prinzip der Talk quasi vorbei. Was könnt ihr jetzt machen? Loslegen und mithelfen. Ihr könnt natürlich Radiosonden jagen und am besten dabei zeigen, wie cool die Radiosonden-Community ist, indem ihr die Good Habits befolgt, die ich euch mitgegeben habe. Ihr könnt eine Empfangsstation aufbauen. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie in der Großstadt, in der Häuserschlucht, euren Lambda-Viertel-Groundplane in dem ersten Stock auf den Balkon dübelt, dann ist das nett, ihr könnt das auch machen, aber ihr werdet den Empfangsnetzwerken nicht wirklich irgendwie viel mehr Datenquellen helfen. Was wirklich gut ist, ist, wenn ihr irgendwie beruflich oder so Zugang zu irgendwelchen Funktürmen habt und da halt so ein Ding an einer vernünftigen Lage halt anbringen könnt und wirklich auch ein großes Gebiet dafür sorgen könnt, dass so eine Abdenkung bis 100 oder 50 Meter über den Boden ist, das ist dann wirklich ein echt guter Schritt, diese Netzwerke besser zu machen. Es ist auch immer noch genug Hardware-Reverse-Engineering zu tun. Die RS41, die ist mittlerweile eigentlich fast komplett sperrangelweit offen, aber es gibt noch andere Radiosondenmodelle, die allerdings seltener sind. Man kann natürlich auch weiter die Software entwickeln und dann am besten auch auf GitHub stellen oder sich an den bisherigen Projekten beteiligen. Man kann die Daten verwenden und irgendwas Cooles mit den Daten machen. Das ist dann vor allen Dingen auch so ein bisschen der Sonderhub-Ansatz dahinter. Oder man kann jetzt auch sagen, wir steigen in dieses High-Altitude-Ballooning ein und lassen selber Wetterballons starten. Ja, damit bin ich jetzt auch mit meinen Vortragsfolien durch. Viel Erfolg bei eurer ersten Sondenjagd. Die Folien findet ihr unter dem QR-Code. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Zeit für Fragen. Genau, super. Vielen Dank für den Talk, Johannes. Genau, wir haben jetzt noch fast eine Viertelstunde Zeit für Fragen. Also wenn ihr eine Frage habt, die Hand heben, dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch. Du sagtest am Anfang, die Sonden sind relativ günstig. Weißt du, was die Wetterdienste für die im Einkauf zahlen, dass sie die nicht selber einsammeln? Genau, also kommt natürlich immer darauf an, wie viele Sonden man jetzt so kauft. Der spanische Wetterdienst hatte tatsächlich mal so eine Ausschreibung offen oder veröffentlicht und daraus weiß man, dass im Volume so eine RS41 SGP so um die 100 Euro kostet. Wenn man natürlich nur irgendwie ein oder zwei davon kauft, dann wird das teurer und die ganzen Bodenstationen, Antennen und so, die kosten entsprechend auch nochmal viel. Das ist aber tatsächlich nicht der größte Kostenfaktor. Also der Ballon, das gerade wenn man das Helium verwendet, also das Helium für einen so einen Ballon, wenn wir das an der TH machen, dann kostet das schon um die 100 Euro nur das Helium dafür. Auch wenn man da wieder Wetterdienst ist und viel kauft, dann wird es günstiger. Aber das ist gar nicht mehr so der größte Kostenfaktor dabei, die Radiosonde selber. Vielen Dank für den Vortrag. Ist der Deutsche Wetterdienst eigentlich dazu verpflichtet, die Sonden wieder aufzusammeln oder darf er sozusagen, ist es erlaubt, ihm die Umwelt damit? Also, ja,
Verpflichtet ist er dazu nicht. Also es ist immer so ein, eigentlich ist das weltweit so, dass da in der Regel immer so ein schöner Aufkleber drauf ist. Ich habe den deutschen hier auch auf meinem Laptop. Ich brauche noch mal irgendwann den australischen. Der ist auch sehr cool für den Laptop, weil da drauf steht, do not burn or incinerate. dass halt man zum Recycling dieser Sonden angehalten wird. Tatsächlich ist es sogar so, also wir als Gesellschaft haben uns im Prinzip entschieden, dass der meteorologische Wert von diesen Wetterballons so hoch ist, oder der wissenschaftliche Wert, auch gerade zum Beispiel, um den Klimawandel besser zu verstehen, das zweitpotenteste Treibhausgas in der Troposphäre ist Wasserdampf, und Wasserdampfmessung in der Stratosphäre, und Wasserdampfmessung in der Stratosphäre ist verdammt schwierig, und da ist auch noch viel Wissenschaft zu tun, die auch wahrscheinlich viel Wetterballons beinhalten wird. Wir haben uns im Prinzip als Gesellschaft dazu entschieden zu sagen, das ist es wert. Und tatsächlich ist es auch so, zum Beispiel in der Antarktis, wo man ja eigentlich immer so hört, es wird kein Müll in der Antarktis hinterlassen. Wetterballons sind auch so eine Ausnahme. Das heißt, in der Antarktis, da liegen auch die Wetterballons der letzten 50 Jahre rum, weil man halt nicht, also man kann halt nicht rumfahren und die darauf hoffen, dass man die irgendwann wieder einsammelt. Und würde der Deutsche Wetterdienst die Sonden wiederverwenden, wenn man die zurückbringt? Oder? Nee, also gerade bei den RS-41 ist das so, der Temperatursensor, der ist verdammt fragil, der bricht auch meistens schon bei der Bergung ab. Und man kann sich eigentlich als Wetterdienst nicht mehr darauf verlassen, wenn so eine Sonde bei irgendjemandem war, dass die dann noch vernünftige Messwerte liefert. Der tschechische Wetterdienst, da sitzt auch jemand, der auch in der Sondenjäger-Community so ein bisschen ist, der versucht das mal und evaluiert, was passiert, wie gut sind die Daten. Man guckt sich das an, aber so wirklich das großskalig zu machen, lohnt sich einfach preislich heutzutage nicht mehr. Und auch früher, wo man wirklich die Sonden wiederverwertet hat, wo die dann zum Hersteller zurückgeschickt wurden, war das in der Regel so, dass die entweder eine komplett neue TU-Sensorik dann gekriegt haben oder zumindest neu kalibriert wurden. Und so, also das ist auch immer so ein bisschen krass, wenn man sich das so anguckt. Das, was für uns eigentlich das ganze Interessante ist, der Mikrocontroller, das GPS, das NFC, das ist eigentlich scheißegal für die Sondenhersteller, weil das ist eigentlich nur das Drumherum. Das wirklich, wo es drauf ankommt, ist, dass diese Sensoren so genau wie möglich sind. Und man muss sich das mal vorstellen, dass man hier mit im Prinzip einem Thermometer, was man wie so ein ganz normales Thermometer durch die Atmosphäre schickt, also nicht irgendwie mit Laser auf irgendwas geguckt oder so, da im Millikelvin-Bereich irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen anstellt. Und das eben sicherzustellen, dafür braucht man Qualität, die man nicht mehr unbedingt gewährleisten kann, wenn das Ding ein halbes Jahr draußen im Wald gelegen hat. Schafft das Ding wirklich Millikelvin? Und wie viele? 1/10 Präzision? Also kommt drauf an, wen man fragt. Wenn du ins Datenblatt guckst, dann stehen da, glaube ich, irgendwie plus minus 0,1 oder 0,2 Kelvin drin. Aber es gibt Leute, vor allen Dingen auch in Lindenberg, die bei GRUAN, das ist im Prinzip die Organisation, die versucht, Klimatologie mit Radiosonden zu machen. Also auch dafür zu sorgen, dass die Radiosondenmessungen von vor 20 Jahren, wenn die auf einmal ein Stückchen höhere oder tiefere Temperaturen geliefert haben, dass das nicht an Messgerätefehlern liegt, das im Prinzip sicherzustellen. Die gucken dann tatsächlich auch über die Spezifikationen hinweg und versuchen diese Dinger auch mit vernünftigen Messunsicherheiten behaftet zu charakterisieren. Also wenn du dich dafür interessierst, da gibt es die GRUAN-Website und da gibt es auch schon für ein paar Radiosonden für die RS-41 noch nicht GRUAN-Datenprodukte und Technical Reports dazu, zum Beispiel für die von MISAR die IMS-100 und die RS-92, das Vorgängermodell. Da findet man Ressourcen dazu, wie die im Prinzip versuchen, diese Sonden besser zu charakterisieren als das, was der Hersteller ins Datenblatt schreibt. Aber das geht wirklich schon so 20, 50, so grob in den Millikelvin-Bereich hoch, wo man im Prinzip merkt, unter Laborbedingungen kann man reproduzierbare Messungen erhalten. Was ist denn dieser Iridium-Tracker, der zur Nachverfolgung von den Forschungsdrohnen verwendet wird, von den Forschungssonden? Also Iridium ist ja so ein Satellitennetzwerk. Das ist im Moment das einzige Satellitennetzwerk, was weltweit funktioniert, weil das eben auch Low-Earth-Orbit-Satelliten hat. Starlink
wird irgendwann auch mal dazu kommen und Swarm wahrscheinlich auch. Im Moment ist das halt Iridium und man kann halt so Iridium-Tracker haben, die sind auch relativ klein, die brauchen nicht so eine große Antenne und dann kann man für sehr teures Geld wenig Daten mit so einem Iridium-Tracker im Prinzip von der ganzen Welt aus versenden. Also im Prinzip klassisch Satellitentelefon, nur halt für Daten. Hat aber jetzt mit den Sonden nicht so viel zu tun selber. Aber gibt es auch, glaube ich, schon mal einige ganz gute Talks darüber, was man mit Iridium Shortburst Data machen kann. Ich glaube, auch auf media.ccc.de gab es da schon mal was, aber nagel mich da nicht drauf fest. Okay. Hat noch jemand Fragen? Ja. Wie sieht es eigentlich mit der legalen Seite aus, wenn man solche Sachen aufsammelt? Also ist ja potenziell Eigentum von jemandem. Ja, also wie gesagt, es gibt dazu keine Gerichtsurteile, die man sich angucken könnte. Ich glaube, es hat auch noch niemand irgendwie mal einen Rechtsanwalt mit einer vernünftigen rechtlichen Aufarbeitung von diesen Themen beauftragt. Deswegen ist das natürlich einfach nur viel, man weiß es nicht so lange, bis mal irgendjemanden wegen irgendetwas verklagt und es halt irgendwelche Urteile gibt, aber das kostet halt alles Geld, deswegen gibt es dann nicht wirklich eine Rechtssicherheit. Auf diesen Stickern steht immer drauf, das Messgerät wird nicht mehr benötigt und kann über das lokale Abfallsystem Elektroschrott entsorgt werden. Das ist meines Erachtens eine Besitzaufgabe vom Deutschen Wetterdienst und dann ist das Ding herrenlos und im Zweifelsfall gehört es erstmal oder hat derjenige erstmal ein Recht drauf, auf dessen Grundstück es dann liegt. Und wenn der das halt nicht will, dann kannst du es halt auch einsammeln. Anders ist das natürlich bei allen Forschungsnutzlasten. Also zum Beispiel Ozonsonden, da kommt auch niemand und sammelt die ein. Aber da ist ein Brief bei, wo relativ klar draufsteht, dass die Dinger zurückhaben wollen. Und ja, es ist schön, wenn man auch mal die erste Ozonsonde irgendwie als Andenken behält. Aber wenn ihr jetzt alle die erste Ozonsonde als Andenken behaltet, dann funktioniert das Ozonsondierungsprogramm vom DWD nicht. Das heißt, gebt die auch bitte zurück, sendet die zurück. Ihr kriegt auch einen Finderlohn dafür. Okay, noch Fragen? Sieht nicht so aus. Dann vielen Dank für den super spannenden Talk, Johannes. Und ja, vielleicht noch eine kleine organisatorische Sache. Ich weiß, es sind wahrscheinlich ein paar aus einer Telegram-Gruppe dabei. Ich habe auch sonst noch ein bisschen Hardware im Rucksack. Also wer jetzt gleich nochmal irgendwie einen Blick auf die Hardware werfen möchte, noch vertieftere Fragen stellen möchte, ich schlage vor, dass wir uns gleich einfach draußen treffen und dann ein ruhiges Plätzchen suchen. Perfekt. Gut, dann nochmal super viel Applaus für den Johannes. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit zum Talk.